Wow! Ui! Gibt's doch nicht, Alter. Tolles Tor. Ja! Come on! Servus, Freunde, wir sind die Freekickers und heute mit einer neuen BeatFK-Folge. Ich bin nach wie vor ungeschlagen, deswegen haben wir heute einen neuen Herausforderer, der auf jeden Fall hoffentlich mir das Leben schwer macht. Wer es ist, seht ihr jetzt. Viel Spaß bei der Folge. Hi, mein Name ist Ayub, ich bin 17 Jahre alt, ich spiele beim SV Gonsenheim in der U19 Regionalliga. Meine Position ist der Flügel und ich mache heute fix das Leben schwer. Ayub, was geht's? Das ist ein super entspannter und calm down Herausforderer hier. Das macht mir ein bisschen Angst. Und die letzten Kandidaten sind immer so ein bisschen nervöser und du bist so voll entspannt. Er muss. Hat er recht. Wir sind hier bei BeatFK. Du weißt, du darfst dir was wünschen, was dann in den Pott wandert. Bevor ich dir sage, was noch im Pott drin ist, sag erstmal, was für dich. Nike Phantom. Der neue Nike Phantom, ja. Top. Enzo Fernandes trägt den zum Beispiel. Genau, ja. Gänsehaut, cooler Schuh. Wandert in den Pott rein. Im Pott ist noch das Heimtrikot von PSG mit Messi hinten drauf. Und der neue CR7-Schuh. Also du wirst richtig abräumen. Deswegen, kleiner Ansporn. Gib Gas, machst aber einen coolen Eindruck. Wird auf jeden Fall geil. Viel Spaß beim Zuschauen. Wir starten mit 5-Shot. Let's go. Schnick, schnack, schnuck. Du entscheidest? Ich fange an. Du fängst an, alles klar. Ganz ehrlich, hätte ich auch so entschieden. Ja, dann hätten wir auch einfach vorher quatschen können. Auf geht's, ey, Jupp. Oh. Ausgeguckt, geil. Ui, hier ist drin. 2 von 2. Er lässt sich auf jeden Fall Zeit. Ist immer gut. Gute Schusstechnik auf jeden Fall. Echt sauber, was er macht. Ja. Ah, dritter Schuss auch drin. Macht er gut. Und jetzt der letzte nochmal. Einen guten ersten. Der sieht super aus. Boah. Und du startest hier mit 3 rein. Das ist stabil. Was sagst du selbst? Bist du zufrieden? Geht besser. Geht, ja klar, 5 ist besser. Aber ich finde 3 ist erstmal dafür, dass du das erste Mal gemacht hast, super. Ist okay. Geil. Dann komme ich jetzt. Ich bin gespannt. Ayub hat 3 vorgelegt. Das ist auf jeden Fall stabil. Ziel ist erstmal, das auszugleichen, wenn nicht sogar einen draufzulegen. Oh, man, fuck it! Komm hier an. Bye. Macht der 4. Ah! Komm, den hast du. Sind so stark, was ist mit dem heute los wieder? Was wird der gefrühstückt? Die angekündigt, 3 ausgleichen und dann einen drauflegen. Yes! Macht der stark. Machst du gut. Erste Runde, steht 4-3. Augenhöhe ist krass. Ja, Mann, auf Augenhöhe, macht richtig Bock. Zweite Runde, bist du bereit? Auf jeden Fall. Geil. Auf geht's, der Jupp. 2. Durchgang. Keine Chance bei den Elbern, Pian. Ui! La Croqueta, oder wie nennt man den? La Iniesta. La Iniesta. Lass dir Zeit. Mann. Schade, schöner Schuss trotzdem. Bisher alles wie gerade auch. Ja, alles wie gerade auch. Ganz stark. Scharf. Aber da ist auch jeder Schuss so scharf im Eck. 2 mal 3 sind 6 und ich habe 1 mal 4. Das heißt, 3 reichen mir, um zu gewinnen. Ja, wird spannend. Schwierig. Ja, klar. Ich habe es gerade schon gesagt. Mach kein Auge. 3 machen mich hier zum Sieger. Und ich sag mal so, wenn ich 11 und 1 gegen 1 mache, habe ich eigentlich eine super Voraussetzung für die letzten 3 Schüsse. Und das ist eigentlich immer so die Basis, die man sich erarbeiten muss. Deswegen. Aber es ist nicht einfach. Also 2 Stück. Hä? Wir sind auch nicht hier, um irgendwas Einfaches zu machen, oder? Dein Kamerad-Job ist ja auch nicht einfach. Hm? Das ist die Basis. Das ist die Basis, von der ich gesprochen habe. Ja, so komm. Jawohl. Komm, hast du die 2. Die sind halt echt stark. Zu platziert. Komm, den hast du. Ja! Nein. Ja, im Endeffekt bin ich so hochgesprungen, wie ich musste.
Steht nach zwei Durchgängen 7-6. Five Shot geht an mich. Ja. Atmest du so schwer? Ey, musst du halt 400. Video heute. Let's go. Was mit dem Casa los ist heute, ist der Wahnsinn. 7 von 10 möglichen. Da kannst du nicht viel machen. So Leute, zweite Challenge. Der Junge hat eine brutale Schusstechnik, wie wir gerade schon gesehen haben. Deswegen machen wir Free Kicks. Wir haben 3 Positionen aus ungefähr 19 bis 20 Metern. Und dann im Sudden Death, wer die Position als erstes trifft, macht sie zu. Sollen wir nochmal schnicken? Können wir machen. Ja? Schnick, schnack, schmuck. Ich fange an. Er fängt an. Alles klar. Let's go. Ja. Denken ein bisschen. Ich denken? Bedenken. Achso, ich wollte schon sagen, denken besser nicht. Ich glaube, von meinem Gehirn. Was sagst du, welche Ecke? Sag's nicht, ah. Nein, sag's lieber nicht. Er traut mir nicht. Bes kann es verstehen. Konzi kann es nicht trauen. Oh nein. Alter, schwach. Ja, wenn der dippt am Ende, aber nee, der war Quatsch. Schön. Ja. Yeah. Geiler Schuss. Macht er gut. Vamos. Geil. Hey. Klasse, Junge. S-Position. Power echt gut. Power ist da, auf jeden Fall. Mit 17 so eine Power ist super. Mit 17 habe ich aus dem 16er kaum das Tor getroffen. Und macht er super. Er war stark. 1-1. Ja, geht's doch nicht. Alter, dass ein flacher Ball dann da reingeht. Jan! Tolles Tor. Egal wie der reingeht, auf jeden Fall der ist drin. Ist er da ein bisschen Druck? Der hat YouTube-Videos studiert. Tolles Tor. Komm, den hast du, komm. Macht er super. Vamos! Stark. Macht er stark einfach. Komm, den hast du, komm. Ah, ich spekuliere. Das dauert ja ein bisschen hin. Oh mein Gott. Er spekuliert halt komplett auf lang. Der war krass. Ja, den zusammenreißen. Nicht mehr spekulieren. Komm, den hast du, komm. Ach, mein Gott. Boah. Bruder. Er geht mir so Stöcke am Kopf vorbei. Das Schlimme ist, so knapp an sein Gesicht vorbei. Ich dachte schon, nein. Nee, hätte vom Rücken wäre der nochmal reingeflogen. Ey, was ist das bitte für eine dritte Position? Das ist krass. Das ist schon krass. Wow! Jan, du bist da! Ich bin wieder da. Der ist wieder wach. Der Schuss war eigentlich sehr stark. Sehr stark geil. Das von einem 17-Jährigen. Das muss man echt mal krass sagen. Der ist 7 Jahre jünger als ich. Ich bin doppelt so alt wie er. Mehr als doppelt so alt. Wie fühlt sich das an? Gut. Und wenn wir bedenken, dass ich nach 2 Schüssen hier fertig wäre. Dann hast du, komm. Ja! Come on! Fuck you! Geisteskrank. Wie lang ging bitte die dritte Position hier? Zu lang. Habe verdient, also. Ja, ich muss sagen, du hast mich so geisteskrank herausgefordert. Also der Name herausfordert, du hast ihm alle Ehre gemacht. War ein heftiges Video. Tut mir leid für dich, dass du es nicht geschafft hast. Egal. Hat trotzdem Bock gemacht. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Wir drücken dir auf jeden Fall viel Erfolg noch im Verein. Du bist noch sehr jung, bleib gesund. Dankeschön. Dass du alles erreichst, was du willst. Und die Enzo Fernandes-Schuhe wandern hiermit in den Pott. Ihr könnt euch sehr gerne bewerben, wenn ihr diesen Pott hier gewinnen wollt. Unter BeatFK auf Instagram. Schickt uns euren Namen, euer Alter, wo ihr spielt. Und am besten auch noch Positionen und ein paar Spielszenen von euch, dass wir Challenges und so das Video perfekt auf euch auslegen können. Ansonsten freuen wir uns auf euch. Hast du noch Worte? Willst du jemanden grüßen? Schönen Grüß an alle Ölle. Oh, Kalli Ölle. Bleibt sportlich und gesund. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Macht's gut. Ciao, ciao.